Hi, in diesem Video machen wir Mangoku. Der Mangoku ist in die Richtung Pina Colada für die schlanke Linie. Und zwar hat er auch eine sehr, sehr sahnige Konsistenz. Er fühlt sich sehr, sehr weich im Mund an. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Und wenn man auf Sahne oder auf Milchprodukte verzichten möchte, ist das absolut die beste Lösung dafür. Wir schnappen uns ein Glas, das ungefähr 300 Milliliter fassen kann. Hier kommen direkt 5 frische Eiswürfel hinein. Dann starten wir mit dem Bacardi. Von dem Bacardi nehmen wir das ganze Fläschchen einfach direkt mit rein. Als nächstes kommen wir zu den Sirupen. Und zwar den Kokossirup und den Mangosirup. Wir starten mit dem Kokossirup. Auf eurer Rezeptkarte seht ihr eine gewisse Range. Man selber weiß ja oft, ob man sehr süß mag oder nicht so süß. Deswegen haben wir eine Range mit reingebaut. Cocktails sind immer irgendwie persönlich. In einer Cocktailbar wird man öfter mal auch gefragt, wie er sein soll. Bei ganz speziellen Cocktails, das ist auch so einer. Den kann man wirklich sehr, sehr süß zubereiten oder einfach nur kräftig geschmackvoll. Von dem Kokossirup kommen 15 Milliliter dazu. Als nächstes nehmen wir den Mangosirup. Hiervon ebenfalls 15 Milliliter. Das ist die Basis von unserem Cocktail. Das rühren wir jetzt einmal kräftig rum. Circa 10 Sekunden. Einfach kreuz und quer. Zu guter Letzt füllen wir das Glas mit Ananassaft auf. Das sind circa 140 Milliliter. Wenn ihr ein 300 Milliliter Glas hattet, ist es wirklich einfach nur das Glas auffüllen, das knapp einen Zentimeter oben noch überbleibt. Zu guter Letzt nehmen wir nochmal unser Teelöffel und gehen an den Glasrand bis an den Glasboden und schöpfen wie mit einer Suppenkelle. 2-3 Mal von unten nach oben. Das reicht schon absolut. Wir wollen das gar nicht komplett durchgemixt haben. Denn es soll sich während des Trinkens alles ein bisschen vermixen. Ihr werdet gleich merken, die Mango legt sich wirklich ein bisschen auf die Zunge und am Gaumen. Ihr könnt während des Drinks bei der Hälfte ungefähr mal einfach am Gaumen mit der Zunge rumspielen. Und dann werdet ihr merken, wo überall die Mango ist. Wie gesagt, es fühlt sich sehr, sehr weich an im Mund. Als ob das wirklich ein sahniger Cocktail ist. Und deswegen ist es eine unfassbar schöne, spannende Nummer und ein kleines Pendant zu dem Pina Colada. Ein Schirmchen rein, ein Strohhalm rein. Und lasst es euch schmecken. Cheers!